Zauberstäbe bereit. Angst, Potter? Träum weiter. J.K. Rowlings Harry Potter ist die Definition von Magie, von Hogwarts bis hin zu magischen Kreaturen und Zaubersprüchen. Die Adaptionen der Filme haben alles. Aber natürlich ist das Zaubern auf dem Bildschirm nicht so einfach und manchmal reichen digitale Effekte nicht aus. Deshalb musste das Harry Potter Team praktische Effekte wie lebensgroße Modelle von magischen Kreaturen, mehrere Tricks und Körperverdoppelungen sowie aufwendige Geräte wie Besenflugsimulatoren einsetzen, um die Magie echt aussehen zu lassen. Hinter den Kulissen können Fotos sowohl liebenswert sein, wie wenn Harry, Ron und Hermine sich voneinander verabschieden müssen, als auch seltsam, wie wenn Voldemort, Dumbledore, Harry und Bellatrix für ein Gruppenfoto lächeln. Aber es ist absolut wahr, dass die spektakuläre Besetzung und das Team von Harry Potter eine echte Familie sind und man kann die ganze Arbeit sehen, die sie in die Magie der Filme gesteckt haben. Vom Kleben von Federn auf einem Seidenschnabelmodell bis hin zum Eintauchen der Schauspieler in einen riesigen Wassertank voller Algen und falscher Meerjungfrauen. Sie geben sich wirklich alle Mühe, diese Fantasie zum Leben zu erwecken. Wenn du mehr Videos dieser Art sehen möchtest, zeig es uns mit einem Daumen nach oben, abonniere sehenswert und sei gespannt auf die nächsten Videos. Hier sind einige hinter den Kulissen Momente in Harry Potter, die den Zauber komplett ruinieren oder ihn vielleicht noch viel außergewöhnlicher machen. Harry Potter Double. So gern die Potter-Fans glauben würden, dass Daniel Radcliffe tatsächlich dieselbe Art von körperlicher Belastung erträgt wie Harry Potter selbst, die Produktion würde dies niemals zulassen. Eine Versicherung wäre nicht nur ein Albtraum, sondern es ist auch nicht besonders klug, das Risiko einzugehen, seinen Hauptstar in richtige Gefahr zu schicken. Um alle bei Laune zu halten, ist er mit einem Stunt-Double ausgestattet, mit dem er sich möglicherweise verletzen kann, damit er es nicht tun muss. Das ist zwar die Norm bei Filmemachern, aber es ist irgendwie entmutigend, Harry zu sehen, den Zauberer, der so außergewöhnlich sein soll, dass er allein den mächtigsten Bösewicht besiegen kann, mit einem menschlichen Airbag an seiner Seite, der die für ihn bestimmten Schläge einstecken kann. Übrigens, Daniel Radcliffe fordert eine besondere Kategorie für Stuntman bei den Oscar-Verleihungen. Der Harry Potter-Schauspieler ist nicht der Einzige, der darüber spricht. Viele Filmstars haben bereits ihren Wunsch geäußert, dass Stuntman und Stunt-Doubles ebenfalls eine Kategorie für die Oscar-Verleihungen erhalten. Daniel Radcliffe hat sogar seinen eigenen Podcast zusammengestellt, um mit niemand anderem als seiner eigenen Zweitbesetzung am Set von Harry Potter, David Holmes, über das Thema zu sprechen. Und man sollte meinen, dass dieses Engagement von Daniel Radcliffe auf den Unfall zurückzuführen ist, der sich am Set der Sage ereignete. David Holmes begleitete Daniel bei den 8 Harry Potter Filmen, doch 2009 erlitt er einen schweren Unfall. Während der Dreharbeiten zu einer Szene für den letzten Teil der Saga wird David Holmes gewaltsam gegen eine Wand geworfen und bricht sich das Genick, wodurch er gelähmt wird und den Rest seines Lebens im Rollstuhl verbringen muss. In seinem Podcast lädt Daniel Radcliffe berühmte Stuntmen, die im Schatten geblieben sind, ein, über ihren Beruf zu sprechen. Um sein Engagement zu erklären, sagte Daniel Radcliffe, wenn man sieht, was mit Dave oder Olivia passiert ist, wird einem klar, dass jeder seinen Körper bereits in Gefahr gebracht hat, um Dinge zu tun, die wir lieben. Es ist verrückt, das nicht anzuerkennen. Wir können nur warten, bis die Oscar-Verleihung endlich das Talent und die Bedeutung von Stunt-Darstellern und Synchronsprechern in der Filmwelt anerkennt. Der sympathische Voldemort. Der von Ralph Fiennes gespielte Voldemort ist der große Bösewicht der Harry Potter Saga und natürlich sieht es seltsam aus, wenn man sieht, wie der Schauspieler sich mit den anderen Schauspielern austauscht, vor allem wenn es sich um einen seiner Erzfeinde Dumbledore handelt, der von Michael Gambon gespielt wird. Dobbys Beerdigung. Dobbys Beerdigung erwies sich als sehr lustig zu drehen. Da wir Daniel Radcliffe und Rupert Grint sich zu Tode lachend sehen können, während Emma Watson eine Statue der Figur in ihren Armen hält. Snapes Kontaktlinsen. So früh wurde die Idee, Daniel Radcliffe dazu zu bringen, Kontaktlinsen zu tragen, damit er die berühmten grünen Augen seiner Mutter haben konnte, aufgegeben. Zum Teil, weil er eine allergische Reaktion hatte. Ein anderer Schauspieler trug sie dagegen die ganze Zeit.
Alan Rickman. Übrigens, der Regisseur von Harry Potter und der Feuerkelch, Mike Newell, war sich dieses Details nicht bewusst und beglückwünschte den Schauspieler zu der unglaublichen Farbe seiner Augen. Als Antwort nahm Alan Rickman einfach eine seiner Kontaktlinsen vor ihm ab. Das Schloss Hogwarts. Das äußerst detaillierte Modell des Schlosses Hogwarts ist zweifellos der größte Stolz des Künstlerteams. Insgesamt arbeitete ein Team von 86 Künstlern und Technikern an der Konstruktion der ersten Version des Modells und installierte mehr als 2500 faseroptische Glühbirnen, um Fackeln und Laternen zu simulieren und so die Illusion zu vermitteln, dass die Studenten durch die Korridore wanderten. Oder durch die Verwendung von echtem Kies für die Felsen und echten Pflanzen für die Darstellung der Grünflächen. Das Schloss taucht in den ersten 6 Episoden auf, bevor es in den letzten beiden Episoden digital nachgebildet wird. Die Arbeit an dem Modell war so umfangreich, dass das Ergebnis über 74 Jahre alt wäre, wenn man alle Arbeitsstunden addieren würde, die für den Bau und die Modifikation des Modells benötigt wurden. Gryffindor, ein unveränderlicher Schlafsaal. Ach, wenn du dir so sicher bist, dann wird es wohl eher... Gryffindor! Im Schlafsaal der Gryffindors, dem prestigeträchtigen Haus, zu dem Harry Potter gehört, umfasst die Einrichtung die Originalbetten, die im ersten Film für Harry, Ron, Seamus, Neville und Dean gemacht wurden. Als die Kinderdarsteller zu Teenagern wurden, mussten die Filmemacher kreative Kameraeinstellungen finden, um die Tatsache zu verbergen, dass die Betten viel zu klein geworden waren. Harry unter Wasser. Es wurde ein neuer Clip veröffentlicht, der einen Teil der zweiten Aufgabe mit Harry und Fleur unter Wasser zeigt. Andererseits gab Daniel Radcliffe der englischen Tageszeitung The Daily Mirror ein Interview, in dem er über die Dreharbeiten zu dieser Szene und deren Vorbereitung spricht. 6 Monate lang trainierte er mit Berufstauchern. Während einer der Trainingssitzungen gerieten die Taucher in Panik, und zwar verständlicherweise. Dan signalisierte ihnen, dass er keine Luft mehr in seinem Tank habe und nicht mehr atmen könne. Innerhalb von Sekunden nahm ihn das Team wieder mit an die frische Luft, nur um festzustellen, dass er ein falsches Zeichen gegeben hatte und versuchte ihnen zu sagen, dass alles in Ordnung sei. Während des Films atmet Harry unter Wasser. Daniel Radcliffe sagt, während wir drehten, teilte ich mir mit jemandem eine Flasche Luft. Sie würden mit den Fingern 3, 2, 1 sagen und bei 1 würde ich so viel Luft einatmen, wie ich kann. Danach stellt sich die große Frage, wie viel man mit nur einem Atemzug Luft in der Lunge erreichen kann. Das Schwierigste war, dass ich nicht die Luft anhielt. Ich durfte auch nicht ausatmen, weil Harry durch Kiemen atmen sollte. Es soll keine Blasen geben. Wenn Sie sich also den Film ansehen, wenn ich aussehe, als ob ich tot wäre und Schmerzen hätte, werden Sie wissen, warum. Die Produzenten entschieden sich, die Wasserszenen unter Wasser und nicht mit Spezialeffekten zu drehen. David Heyman sagt, die Unterwasserszenen gehörten zu den schwierigsten. Wir konnten nicht in einem richtigen See drehen, es wäre zu kalt und unpraktisch gewesen. Wir dachten an eine Technik, die man trocken bis nass nennt, bei der man den Schauspieler in der Schwebe hält und ihm Luft zuführt, so dass der Wind die Illusion erweckt, er sei unter Wasser. Aber das hat nicht gut funktioniert, die Haare haben nicht überzeugend gewellt. In 3 Monaten baute das Team einen der größten Tanks in Europa. 6 Meter tief, 6 Quadratmeter Fläche oder 36.000 Liter Wasser. Eine trockene Kammer wurde ebenfalls unterirdisch gebaut, um Daniel und den anderen Akteuren die Möglichkeit zu geben, ihre Flaschen für kurze Zeit zu entfernen, ohne an die Oberfläche gehen zu müssen. An die Oberfläche zu gehen führt zu Druckproblemen an den Ohren. Nach einer 6-monatigen Ausbildung war Daniel endlich bereit zum Filmen. In 3 Wochen verbrachte er mehr als 41 Stunden unter Wasser. Ein Tauchgang dauerte 75 Minuten. Ziemlich cool, wie er sagte. Um die Aufgabe realistischer aussehen zu lassen, wurden Attrappen, die die zu rettenden Menschen darstellten, an die Trümmer des Panzers befestigt, damit Harry sie freilassen konnte. Die Meeresbewohner wurden später per Computer hinzugefügt. Die schwebenden Bücher. Die Harry Potter Bücher waren als Buchreihe bereits äußerst populär, als man begann, sie für das Kino zu adaptieren. Die Macher drehten insgesamt 8 Filme, die 2011 mit Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 endeten. Es gab viele Gründe für die Greenscreen-Implementierung während der gesamten Filmreihe. Ein Foto mit Hermine stammt aus der Verfilmung von Harry Potter und der Halbblutprinz, basierend auf dem Roman der britischen Schriftstellerin J.K. Rowling. Hermine, gespielt von Emma Watson, nimmt Bücher mit Händen, die in einen grünen Hintergrund
Hintergrund eingewickelt sind. Auf diese Weise sollen die Bücher den Eindruck erwecken, als würden sie nach Eintreten der Spezialeffekte in der Luft schweben. Aufwendige Masken. Jede magische Kreatur erforderte lange Arbeitsstunden. Die Maskenbildner schufen eine siebenteilige Silikonmaske für das Gesicht des Werwolfs der Saga. Jede Maske wurde aus echtem Ziegenhaar hergestellt und wiederum von Hand Teil für Teil aufgetragen. Schließlich nahm die Erstellung einer einzigen Koboldmaske mehr als 8 Wochen Arbeit in Anspruch. Jedes Haar wurde einzeln eingesetzt und jede Ader sorgfältig von Hand bemalt. Es dauerte mehr als 4 Stunden, um eine Maske auf einen Schauspieler zu übertragen. Magischer Bahnhof. Die meisten Szenen, die sich auf Gleis 9¾ abspielen, wurden tatsächlich im Londoner Bahnhof King's Cross gedreht. Ein Teil der Strecke wurde jedoch im Studio mit den Schienen und dem Hogwarts Express für die allererste Harry Potter Aufnahme in der Zauberschule und 10 Jahre später für die letzte Aufnahme der Saga in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 nachgestellt. Der Riese Hagrid. Um Hagrids Riesengröße zu verstärken, wurden 2 Drehkulissen für sein Haus geschaffen. Eine mit kleinen Gegenständen, um den Schauspieler, der Hagrid spielt, größer erscheinen zu lassen, und eine mit großen Gegenständen, um die anderen Schauspieler im Vergleich dazu kleiner erscheinen zu lassen. Die Aufnahmen werden separat aufgenommen und während der Bearbeitung abgewechselt. Wir vergessen das manchmal, aber hinter Harry Potter und all den anderen Figuren in der Zauberersaga stehen echte Menschen. Und wir erinnern uns schnell daran, wenn wir sehen, wie sich die Schauspieler während der Dreharbeiten amüsieren und der Schleier der Szenen gelüftet wird. Das reicht, um die Magie der Filme ein wenig zu ruinieren.